willkommen auf meinem Channel und aus meiner neuen Küche. Ich bin Lars und heute machen wir etwas, was nie bei mir fehlen darf, nämlich ein leckeres Sichuan-Chili-Öl. Ich habe da auch schon mal was vorbereitet natürlich. Dazu brauchen wir Chili-Pulver aus dem Asiamarkt, am besten chinesisches nehmen. Thai-Chili ist zum Beispiel sehr scharf. Dann klein gehackten Knoblauch, Sichuan-Pfefferpulver, auch ganz wichtig, geröstete Sesamkerne. Dann nehme ich immer etwas braunen Zucker auch und nochmal klein gehackte, geröstete Erdnüsse. Und ich aromatisiere das Ganze auch immer noch gerne mit verschiedenen Gewürzen, ein bisschen Zimt da rein, Sternanis, schwarzer Kardamom und Lorbeerblätter. Die kommen nachher im Ganzen einfach mit in die Schüssel. Gut, dann können wir jetzt das Öl erhitzen. Dafür könnt ihr einen Wok nehmen oder natürlich auch einfach irgendeine andere große Pfanne. Das Öl nun auf mittlerer Stufe erhitzen und dann die Frühlingszwiebeln, Knoblauch und Ingwer dazugeben. Jetzt langsam rösten, bis alles gut Farbe angenommen hat und die Aromen richtig schön ins Öl übergegangen sind. Hier bitte jetzt nur darauf achten, dass euch nichts verbrennt, da sonst Bitterstoffe entstehen, die ins Öl übergehen. Okay, jetzt könnt ihr alles aus dem Öl entfernen, also entweder zum Beispiel mit Stäbchen oder einem Schaumlöffel oder ihr schüttet nachher einfach alles durch ein Sieb direkt in die Chili-Mischung. Das geht natürlich auch. So, nun das noch ganz heiße Öl direkt zu der Chili-Mischung geben und alles gut verrühren. Jetzt einfach nur noch abkühlen lassen und dann könnt ihr es in ein Glas abfüllen. So, ich habe jetzt wieder ein neues Glas Chiliöl. Das wird die nächste Zeit reichen, denke ich. Ja, probiert das auch gerne mal aus. Zu allem Möglichen eigentlich könnt ihr das benutzen, wo ihr gerne ein bisschen mehr Schärfe dran haben wollt. Nicht nur zu chinesischen Speisen passt das nämlich gut. Und ja, schreibt mir sonst mal gerne in die Kommentare, wozu ihr das gerne esst. Und das Rezept findet ihr wie immer auf meinem Blog Colors of Food. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auch ein Like hier und abonniert meinen Channel und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, tschüss!